MusicStore.tv meldet sich zurück, diesmal von Yamaha. Und bei mir sitzt der Klaus Volland und wird uns heute einiges berichten über die Neuheiten im Bereich Gitarre Yamaha. Hier bei uns haben wir ein Modell aus der CG-Serie. Und ich kann mir gut vorstellen, dass sich da einiges getan hat. Ja, es hat sich gigantisch viel getan. Also die ganze CG-Serie ist komplett überarbeitet worden. Es gibt jetzt eine dünnere Bridge, dünnere Decken. Das komplette Bracing ist verändert worden, so angepasst an die GT70 von den Meistergitarren. Die gigantische Neuerung, die man leider nicht sehen kann, es gibt im Hals jetzt einen Carbonstab. Wenn man den Sattel abnimmt, kann man den Hals justieren, wenn es wirklich mal nötig sein sollte. Okay. Der Lack ist ein bisschen verbessert worden halt und es ist wirklich unglaublich, wenn man wirklich einen sehr lauten, angelegten Daumen einfach nimmt. Es ist ein ganz klarer, satter Ton da, ohne dass die Gitarre anfängt zu scheppern. Ja, so, nicht mal ansatzweise. Was für diese Preisklasse wirklich hammermäßig ist, wenn man muss mal so zu sagen. Selbst die Klangfarbe hier oben halt von total weich bis hart ist also total flexibel und das bei einer Gitarre hier GC192C für 660 Euro. Und also absolut bezahlbar für diese extrem hochwertige Qualität. Absolut, das ist wirklich eine High Quality. Man kann als klassischer Musiker wirklich sämtliche Literatur drauf spielen, weil man hat die Dynamic Range und kann alles drauf machen. Und selbst bei den Einsteigermodellen GC122 für 270 Euro, das ist genau dieselbe Qualität. Die Hölzer sind dann ein bisschen anders, aber das ist total irre. Und das ist einer der großen Vorteile bei Yamaha, dass man die Gitarren meines Erachtens nach immer mit verbundenen Augen kaufen kann. Qualität, mega. Yeah. Wir kommen zu einem der nächsten Instrumente. Genau. Jetzt dreht es sich um die APX-Serie, die APX 1200. Und da geht es um ein richtig, richtig ausgeklügeltes Pickup-System, was dort verbaut wurde, was wirklich, wo einiges drinsteckt. Der Mann ist kompetent, wenn Sie das, ich kann es erklären. Was komplett neu ist, wir haben einen digitalen Chip eingebaut im Tonabnehmersystem mit drei Mikrofonsimulationen. Es gibt einmal Position 1 Neumann U67, Position 2 Neumann als Kleinmembranmikrofon, Position 3 Bändchenmikrofon. Man kann die Entfernung des Mikrofons einstellen, hier mit Fokus nah dran und wide weiter weg, also mehr Raum. Man kann die Resonanz einstellen, das heißt so je nachdem, wo ich ein Mikrofon benutze, halt mehr Bässe, weniger Bässe habe halt. Ich kann das Blenden zwischen dem Piezo rein oder dem Chip, digitales Mikrofon, je nachdem, wie ich es haben möchte. Man hat ein automatisches Feedback-Reduktionssystem, also Feedback taucht auf, einmal gedrückt, das System lernt automatisch, welche Frequenz es da ist, reduziert sie. Das Ganze kann ich mit fünf verschiedenen Positionen machen, also fünfmal Feedback, sofort gelernt und drauf gedrückt. Also für jede Live-Anwendung wirklich perfekt. Tuner selbstverständlich on board. Okay. Features wunderbar. Wie Lautstärke, Equalizer natürlich auch da. Und es ist schon total irre, wenn man überlegt, halt live hätte man immer ein Problem, Mikrofone zu positionieren. Halt ganz abgesehen davon, von dem Kostenfaktor, also wenn man einen Neumann kauft, ist man mehrere tausend Euro los, wenn man die anderen beiden auch kauft. Und da haben wir schon drei grundverschiedene Klangteile drin und diese Gitarre mit dem System drin kostet gerade mal 1500 Euro. Was absolut akzeptabel ist. Der totale Hammer. Wahnsinn. Ja, ich würde sagen, das war ein schöner Einblick in die Akustikgitarrenwelt Yamaha mit diesen zwei schönen Modellen. Klaus, ich bedanke mich vielmals bei dir. Gern geschehen. Und wünsche dir noch eine schöne Messe. Ja, danke.